So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal haben wir Bloody Sanctuary vermutlich abgeschlossen, falls es da nicht noch einen Mond oder sowas gibt. Ich habe aber keinen gesehen, also. Sollten uns hier nachher jemand. Quatsch. Jemand. Sollte uns hier nachher gesagt werden, dass hier sowas ist, dann, ja, habe ich Pech gehabt. Okay, ich glaube, wir gehen als erstes nach unten. Ich glaube, das führt zu einer Sackgasse. Richtig, genau. Und da können wir dann mal Surfing on a Shellboard uns anschauen. Ich bin gespannt, was hier auf uns wartet. What? Kann ich in die rein? What? Say what? Oh Gott. Oh Gott. Das ist super weird zu steuern. Hilfe. Also die Geschwindigkeit nimmt man mit von dem Ding. Man muss eigentlich nur noch springen. Eigentlich muss ich nur springen. Ich muss gar nicht in irgendeine Richtung drücken. Ich muss nur springen. Okay. Und dann muss ich Spinjumpen. Kann ich das Ding kaputt machen mit einem Spinjump? Nein, ich darf da drauf. Okay, ich darf da drauf mit einem Spinjump landen. Gut zu wissen. Okay, ich denke, da gewöhnt man sich dran. Es ist nur ungewohnt. Okay. Und dadurch, dass man die Geschwindigkeit beibehält von dem Ding, scheint man jetzt auch nicht unbedingt dafür zu sorgen zu müssen, dass man die trifft. Dass man die trifft. Sondern man landet automatisch wieder drauf. Okay. Das könnte jetzt schlecht sein, weil ich dann den nicht so gut erwische. Vielleicht springe ich einfach immer mit Spinjump. Das scheint besser zu laufen. War ich schneller? Wer hat das vorhin gemacht? Jetzt überspringe ich den hinteren auf einmal. Warum? Muss ich ein bisschen später springen? Okay. Ach Gott, ich habe verpeilt, wo ich bin. Vielleicht schauen wir uns das Level erstmal mit States an. Ich glaube, das Level schauen wir uns erstmal mit States an. Ich komme hier überhaupt noch nicht zurecht. Okay. So, die nehme ich mit und dann. Ach so! Ach so! Oh Gott! Wuh, Hilfe! Okay, an der Stelle state ich mal dann. Stabil. Oh Gott, ich muss. Moment, ich muss. Oh mein. Immer wenn ich das erste Mal wieder state, verbiege ich den Finger so komisch. Der muss sich da auch erst wieder dran gewöhnen, hier auf das R zu drücken. Okay. Dann irgendwie da dran. Das Ding ist, man steigt so ganz komisch auf die Shell. Also die geht mit einem mit. Seht ihr das? Wie Mario mit der Shell mitgeht einfach. Nachdem er die schießt. Das ist komplett ungewohnt, weil sich so normalerweise. Okay. Weil sich so eine Shell normalerweise überhaupt nicht verhält. Ja.
will die mitnehmen. Ja, und dann steigt er nämlich automatisch wieder auf die drauf. Und das war, das ist mir noch gar nicht so bewusst. Hier, zack, der geht automatisch auf die Shell wieder drauf. Das ist ja total wild. Das ist halt nicht so ein normales Mario-Verhalten. Normales Mario-Verhalten ist, ich bleib da stehen und mich interessiert nicht, wohin die Shell will. Sondern ich bin Mario und nicht die Shell. Aber hier ist Mario auch die Shell. Und dann muss ich da normal springen. Okay. Sheesh. Okay. Und dann hier ins Bündchamp. Oh Gott, oh Gott. Und dann... Oh Gott. Okay. Okay. Die muss ich mitnehmen und schießen. Ach so, ja, okay, verstanden. Die muss ich mit... Ich habe aber bisher noch gar nicht geschafft, die in die Hand zu nehmen. Also, ich bin noch gar nicht richtig auf der Shell drauf, habe ich das Gefühl. Kann ich irgendwie besser auf die Shell aufsteigen? Oder irgendwie besser dafür sorgen, dass ich in dieser roten Shell lande? Ja, never mal. Oh, okay. Und dann gehe ich vom Dings wieder runter. Okay. Okay. Ich habe vergessen zu schmeißen. Okay. Aber ich glaube, wir können mal wieder jetzt vom Anfang an spielen, ohne State, weil wir haben ein bisschen was verstanden. Ich denke, wir haben ein bisschen was verstanden. Ich kann es jetzt mal wieder am Stück versuchen. Ja, doch, doch, doch. Können wir ein Stück spielen. Ist in Ordnung. Ich glaube, so entsteht ein besserer Flow auch. Ich glaube, so entsteht ein besserer Flow. Nicht mitgenommen. Okay. Ärgerliche Momente. Ich hab's vergessen. Nein. Nein. Okay, passt. Ja, passt. Sehr schön. Nein, und dann muss ich vom Sprungtaste runter. Sonst haut's mich zu weit nach oben. Dann sind wir alle gespannt, was dann kommt. Ich wäre ja für den Midway Point. Okay. Midway Point kommt. Allerdings muss man ihn noch erwischen. beim ersten Mal leider nicht funktioniert. Das wär mal cool, wenn man in so einer Stelle das erste Mal schafft. Weil dann ist es noch unvorbereitet. Ab jetzt bin ich ja vorbereitet, was kommt. Ja, das habe ich gemerkt, dass das zu knapp war.
Aber jetzt ist cool. Jetzt merkt man auch, dass man es am Stück spielen kann, ne? Huch. Das ist irgendwie in die falsche Richtung geschossen, habe ich den Eindruck. Aber nochmal möchte ich die Röhre dann auch nicht verpassen. Also einmal verpasst ist in Ordnung. Aber jetzt weiß ich, dass sie kommt. Jetzt werde ich das nicht mehr akzeptieren. Passt. Nein, ich habe die Sprungtaste zu spät losgelassen. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, es passt sogar. Okay. Fast. Ich war vorbereitet diesmal. Nochmal verfehle ich nicht. Der nächste Versuch, in dem ich bis zu dem Gang komme, ist der Versuch, in dem wir in die Röhre reinkommen. Puh. Oh, jetzt fliegen wir. Okay, doch nicht. Ah, I see. Lol, was? Das ist aber nur die Animation, glaube ich. Also ich fliege nicht wirklich auf dem Ding. Ja, das ist nur die Animation, okay. Sieht aber lustig aus. Also es ist einfach, wenn man groß auf dem Ding ist, macht er die Animation. Mit Feder. Nein, man fliegt doch! Ach du Schande! Man fliegt doch! Oh je! Mama mia! Say what? Also will ich jetzt? Also will ich? Ich würde aber fast sagen, ich will nochmal zwischenlanden, oder? Bin mir unsicher. Na, so nicht. Ah, das ist schlecht. Genau, was ist mit einem normalen Spin-Jump-Absprung? Was mache ich dann? Ich würde ihn gern mal sehen. Okay. Er funktioniert also nicht. Ja, doch, es ist normaler Flug. Oh Gott, es ist ein normaler Flug. Ach du Schande. Jo, was? Okay, das muss ich erstmal wieder alles verdauen. Ah, vor allem der am Anfang wird mich aufregen. Weil das wieder so ein knapper Flug ist. Ah, der am Anfang wird mich aufregen. Zum Glück kommt das am Anfang. Das in der Mitte wäre wieder was, wo ich wahrscheinlich beim Staten dann wäre plötzlich. Ja, aber wie soll ich... Okay.
Wie soll ich dann den Spinjump machen, wenn es mich dann direkt in die Mancha reinjietet? Ich verstehe nicht, wie ich die mitnehmen soll. Oder soll ich die nur drehen? Ich glaube, ich soll nur drehen. Ich glaube, ich soll die nicht mitnehmen, ich soll nur drehen. Und dadurch, dass ich drehe, kann ich die mitnehmen. Ist es das? Ja. In etwa das. In etwa das, okay. Ah, ich habe ihn gesehen. Ich habe den oft gesehen, wo ich hinschießen soll, die Shell. Ups, falsche Richtung. Aber wie? Ach, das ist wieder so eine Shell dann. Natürlich. Ich muss wechseln auf die nächste. Muss mit der dann mit. Okay, muss ich jetzt nur noch rausfinden, wie der Wechsel funktioniert. Na, so nicht. Ja, okay, ich muss da einfach warten auf die Shell. Alles klar, kriegen wir hin. Ich schieße die, die macht den Weg auf und ich warte auf die Shell. Gut. Ja, noch ein bisschen höher. Genau. Und dann keine Ahnung. Wohin hätte ich die jetzt schießen sollen? Na, no, das war zu bald, okay. Aber wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Und dann müssen wir rausfinden, wie die andere funktioniert, die andere Shell mit der grünen Münze. Gut. Ah, und da, okay, hold. Hold rechts. Kriegen wir hin. Ich holde dann gleich rechts. Scheiße. Ach, scheiße. Aber bisher brauchen wir keine States irgendwie. Ich verstehe im Moment, was ich tun soll. Ich muss jetzt noch nichts prüfen oder testen. Es passt so. Pff, scheiße. Okay. Okay, und dann schieße ich in die Richtung. Mhm. Na, beim ersten Mal klappt es selten, aber beim zweiten Mal weiß man es dann. Und solange es nicht schwierig ist, da hinzukommen wieder, ist ja auch alles okay. Mein Problem ist ja nur immer, wenn ich eine schwere Stelle habe, von der ich nicht weiß, was ich tun soll, und es ewig dauert, bis ich wieder hinkomme. Das ist dann halt der Moment, wo ich anfange zu staten. Aber ich komme ja hier sofort hin. Oh, aber... okay, aber... Lass ich nur los? Weil jetzt habe ich Geschwindigkeit verloren. Ich glaube, ich muss nur loslassen.
Ich darf nicht ab. Also, ich muss abspringen, aber ohne. Ja, ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Okay. Einfach nur loslassen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. Ja, ich habe gerade gar nicht abspringen können. Das ist jetzt eine ungünstige Richtung. Genau. Ja, das ist die richtige Richtung. Ja, und das noch ein bisschen eher. Okay. Aber wir wissen nach wie vor, was wir tun sollen. Das ist doch was. Okay. Nein, das ist die falsche Richtung. Oh, ich kann wechseln. Okay, ich kann sogar wechseln auf dem Ding. Ja. Nein. Ja, ja, aber der, der Wechsel funktioniert nicht. Weil ich dadurch Höhe verliere. Also ich muss schon richtig drauf landen, sonst wird's nix. Nein, warum passiert das immer? Dass das so von der Shell mitgezogen wird, ist an der Stelle nicht gut. Aber ansonsten halt wahrscheinlich notwendig, dass man immer auf der Shell landet. Scheiße. Ja, nee. Das kann nicht funktionieren. Ja, aber es ist... Nee, es kann so nicht funktionieren. Okay, perfekt. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht das Ziel sein. Da ist kein Boden. Okay, dann muss ich da drüber springen. Auch das muss man erstmal wieder wissen. Verdammter Mond. Aber das ist das Ziel. Sehr schön. Wieder recht kurz, muss ich sagen. Ne? Also, schafft man wirklich. Kann man wirklich machen. Hä? War die falsche Richtung, oder was? Also, dafür, dass wir in der letzten Welt sind, sind die Level wieder sehr angenehm geworden. Wundert mich. Da ich zwischendurch das Gefühl hatte, jetzt wird es schwieriger. Aber, hey, soll mir recht sein. Macht ja auch mehr Spaß so. Ich drücke in die falsche Richtung, jetzt habe ich es gemerkt. Ich habe nach rechts gedrückt. Thank you.
So ist richtig. Aber dann können wir nach dem Level diesmal auf jeden Fall die Monde wieder eins weitermachen, einen Raum weiter. Weil dann haben wir 40. Dann können wir die nächsten Namen lesen, die wir alle schon haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwann eine Überraschung kommt, dass ich feststelle, oh, ich habe dieses eine Level noch nicht. Glaube ich nicht. Ups, ich habe wieder zu viel gequatscht und mich nicht konzentriert. Ja, aber das glaube ich einfach nicht. Ich hab wieder eine Taste, Mann. Darf nichts anderes drücken, ich muss nur loslassen. Yo. Ach komm. Mist. Es ist wieder nur der Mond, weshalb wir es doppelt spielen müssen. Ah. Ja, das war nix. Ich habe eh nach links geguckt. Und das darf ich da ja nicht. So. Jetzt passt die Geschichte. Jetzt passt die Geschichte. Easy. Witzig, wie er sich nochmal bewegt die ganze Zeit. Okay. Schön. Ja, wie gesagt, wir könnten Mond machen, ne? Wir haben 40. Let's go, Monde. Monde gucken. So, Nico Meadows, ab dafür. So, okay, was soll ich hier tun? Einfach durch die Lücke springen wahrscheinlich, wa? Okay. Verstehe nicht, warum jetzt da die Spring-Dinger sind. Machen die es irgendwie schwieriger? Oh. Okay. Und ich habe verstanden, warum sie da sind. Das ist ja frech. Okay. I see, I see. Yo! Wo muss ich da landen, dass es nicht passiert? Wahrscheinlich ganz vorne, ne? Ganz an der Ecke. Okay. Oh, okay. Mhm. Gut, verstanden. Es ist immerhin angenehmer, als von einem Spinjump von dem Notenblock abzuspringen. Mit einem Spinjump. Also, das muss man dazu sagen, ne? Nein, ich war richtig. Okay. Gut. Also so muss ich, so kann ich stehen. Sehr schön. Easy. So. Ach so, wir sind wieder in so einem Abschnitt auch angekommen. Ja, nee, wir haben nichts gemisst diesmal, Gott sei Dank. I'm proud you made it this far, ja, bin ich auch. Once you continue, you cannot go back until room 49. Ach, jetzt brauche ich zwei. Ich habe überhaupt keine neuen Tipps bekommen.
Schiebung. Ich kann gar nichts machen. Okay. Gut. Lol, ich kann nicht raus. Okay. Schiebung. Aber gut. Dann können wir erst mit 42 Monden die nächsten Tipps bekommen. Das ist frech. Das ist frech, aber ist in Ordnung. So, dann kann ich aber gleich aufschreiben in meiner Liste, dass wir jetzt bei dem Shell-Surf-Ding einen Mond gesammelt haben. Ich notierte ja jetzt schon, ne? So. Okay. Ansonsten waren keine Monde zwischendurch, ne? Wir haben dieses Level, wir haben jetzt schon wieder drei Level gespielt. Oh, Where They Belong war auch. Habe ich das aufgeschrieben? Nein, siehste, habe ich nicht. Belong. Mond haben wir. So. Es fehlen auch nur noch 10 Monde. Sick. Gut, und das da unten haben wir jetzt auch. Das heißt, der erste Weg ist schon fertig. Ich glaube, auch das hier war eine Sackgasse. Genau. Da kommt nämlich Full Tilt und dann kommen die zwei Level, richtig? Genau. Pangaea Ultima und Ultramarathon. Das klingt sehr, sehr viel und interessant. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Aber Full Tilt gibt es dann beim nächsten Mal. Mal gucken, ob ich dann wirklich Tilt bin. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.